Willkommen zurück hier beim Essen. Oh, das war gut. Ich bin so voll, kann nichts mehr essen. Oh yeah. Den Knochen hat er überlassen. Hat wahrscheinlich Hühnchen gegeben. Alles klar, dann können wir jetzt wieder Geld verdienen. Herzlich willkommen nochmal in der heutigen Episode von Hero You. Wir sind wie immer auf der Suche nach Geld. Und machen das wie immer mit der komischen Katze. Sehr gut. By the way, wir haben Full Power, das heißt, wir können jetzt auch wieder Dratzen jagen gehen und uns das Buch über das Schlösserknacken kaufen. Wäre sehr wichtig, wenn uns schon unser Meister vom Urwald nahegelegt hat, dass wir das bisher jetzt schon lesen hätten sollen, aber... Ah, oh, der Mr. Sean, wie kann ich Ihnen helfen? Steal the Ladder? Nein. Einkaufen wollen wir. Und zwar das hier. Very good. So, können wir das jetzt auch lesen? Read, genau. Ein sehr komplexes Zeug für Anfängerbuch. Ah, das werden wir an unserem Desk studieren, okay? Dann gehen wir jetzt in den Keller. Viel gut, gute Jagd. Viel gut, gute Jagd, viel Glück. Wir nehmen mit eine Weinflasche. Können wir nicht, okay. Da waren wir noch gar nicht drinnen, was ist hier? Okay, da ist blockiert von der anderen Seite. Mist! Mist! Minus 8, das war nicht viel. Minus 3, das war sehr viel. Da ist ein Nest. Okay, es gibt bei allen diesen Sachen die Chance, sich zu vergiften, offensichtlich. Dann schauen wir da nochmal rein. Ausweichen! Nein. Ausweichen! Ja, sehr gut. Okay. Okay, läuft nicht gut. Läuft gar nicht gut. Das hat nur minus 1. Überhaupt keine Chance, nicht. Ja, ausweichen. Oh, shit. Critical. Fuck. Ja, das wird knapp. Ja, 22. Und nochmal 22. Oh, fuck. Das lief ja nicht so gut. Das lief alles andere als gut. Da sind wahrscheinlich auch wieder Dratten. Ja, aber ich könnte jetzt nicht mal mehr eine.
Ja, du bist fertig, ich weiß. Minus 8, dann sind wir eh schon wieder voll im Arsch, oder? Ja, brutal ist sogar. Alles klar. 8 Lyra, für das, dass wir uns so ins Zeug gelegt haben. Nicht so gut. Da ist wahrscheinlich geschlossen, oder? Ja, außerhalb der Stunden. Das ist cool. Man darf nur nach dem Abendessen kämpfen gehen. Die Krankenstation ist aber um diese Zeit nie geöffnet. Das ist... ja. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. So, jetzt lesen wir mal das Beginner's Guide to Lockpick. Der pennt nur mehr. Der die Schlafkrankheit. Study, Beginner's Lockpick. Schauen wir mal, wie leicht es ist, ein Schloss zu knacken. Offensichtlich 2 ganze Seiten zum Umblättern das Buch. Nicht schlecht. Und der Schlaf der Gerechten. Ah, das Frühstück. Ja, ist ja klar, wir sollen auf unsere Gesundheit aufpassen. Ich vertraue darauf, dass Sie alle die Möglichkeit genutzt haben, um die Basics des Schlösserknackens zu lernen. Mit dieser Technik im Instruction, in der Anleitung, sollten Sie in der Lage sein, die Basisschlösser im Haus und schmalen Truhen zu knacken. Für komplexere Schlösser brauchen Sie eine Kombination dieser Fähigkeit mit besseren, Entschuldigung, Werkzeugen. Meister von Urwald, es gab eine Serie von Diebstählen letzte Nacht. Verschiedene Badenstudenten haben berichtet, dass ihre Instrumente weggenommen wurden vom Übungsraum. Der Rezeptionist vermisst alle Füllfedern und Papier. Die Küche wurde eingebrochen und Äpfel wurden gestohlen. Das ist definitiv eine Handlung ihrer Studenten. Das ist es, was passiert, wenn man eine Gruppe von Losern und Kriminellen in einen Platz wie diesen setzt. Herr Turk, ich bezweifle, dass ein Schurke Äpfel stehlen würde. Dann wer anderes als ihre Schurken würden stehlen. Wenn diese Diebstähle nicht aufhören und die Sachen nicht zurückgebracht werden, wo sie hingehören, dann werde ich mit dem Headmaster, ich dachte, er ist der Headmaster. Okay. Dann werde ich mit dem Direktor darüber sprechen, jeden einzelnen ihrer Studenten von der Schule zu verweisen. Ich werde mich selbst um dieses Thema kümmern. Sie können gehen, Mortimer. Und zurückkommt. Der hat definitiv die schöneren Zähne. Machen Sie das, Gerhard, oder der Direktor wird das übernehmen. Es sieht so aus, als hätten wir nun die Rolle eines Detektivs. Es wäre gut, wenn Ihre Fähigkeiten der Beobachtung und der Tarnung, wenn Sie das dafür einsetzen würden. Tun Sie, was Sie können, um dieses Rätsel zu lösen. Ich würde Herrn Terk gerne demonstrieren, dass Schurken einen Platz an dieser Schule haben. Die Ehre der Schurkenklasse hat gehört wiederhergestellt. Ich werde den Dieb finden und beweisen, mit dem Direktor beweisen, dass Schurken die wahren Helden sind. So machen Sie das, Herr Sossi. Entlassen. Alles klar.
Dann üben wir noch mal eine Runde. Der Dieb stiehlt alle Arten von Sachen in der Schule. Ich bin mir sicher, dass der Dieb keiner von uns ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es kein anderer Student ist. Warum sagst du das? Thomas ist richtig. Etwas Komisches geht hier im Kastel, im Schloss in der Nacht herum. Ich habe Bewegungen gehört. In der Halle. Nach Mitternacht. Ich dachte, ich habe etwas gehört letzte Nacht, aber da war nichts am Korridor, als ich geschaut habe. Vielleicht ein Geist? Warum sollte ein Geist Bleistifte und Essen stehlen? Nein, 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 der Dieb ist sicher am Leben. Wo sie recht hat, hat sie definitiv recht, die Gute. Warum sollte ein Geist Essen stehlen? So, wo sind wir? Dachten wir das mal wieder und... Wir sliden auf dem Seil weiter bis zur Mitte. Oh, nein, Moment mal, das ist neu. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, dass wir drüber kommen. So, und jetzt geht's in die Magieklasse. Die eigentlich um 3 ist. Kam mir eh schon wieder zu spät. Wir sind immer noch ziemlich down. Dann wird es heute mal nichts mit Ratten jagen. Ah, was ist denn jetzt schon wieder? Ah, ist eine Frage der Zeit, bis wir sie beim Stehen erwischen, du Pisser. Du wirst mich nie erwischen. Ich bin einfach zu gut. Ich bin zu sehr Schurke, als dass du mich erwischen kannst. So. Zauberklasse, here I go. So, die Gute. Für die heutige Unterrichtsstunde werden wir diskutieren. Magie, Mojo und Zauberer. Alle lebenden Kreaturen haben einen Teil von Magie in sich. Es ist der Funke des Lebens. Magie ist das Potenzial... seine innere Energie zu nutzen, so wie auch die Kraft, die uns umgibt. Diese Energie ist bekannt als Mana. Wie auch wir sie Magie für Beginner nennen, Mojo. Magie kann auf viele Arten genutzt werden. Wahre Zauberei ist die Methode, Magie zu formen durch Symbole und Runen. Der Zauberer visualisiert die Rune und dann kanalisiert er das Mojo oder das Mana, um einen Spell, um einen Zauberspruch auszusprechen. Sie alle haben geringe magische Fähigkeiten und wir werden schauen, dass wir die bestmöglich verstärken können. Sie werden niemals wahre Zauberer, aber sie können adäquate Magiebenutzer werden. Bevor wir größer weiter ins Detail gehen, gibt es da eigentliche Fragen zu Magic, Mojo oder Wizardry? Naja, sind wir höflich. Aber magietechnisch haben wir jetzt noch nichts gelernt, oder? Magic 7, okay, bissi. Naja. Wirklich geholfen hat es uns noch nicht. Ja, Essen, ich weiß. Heißt das jetzt auch, der Krankenflügel ist schon wieder zu? Das ist unglaublich, das ist eine ziemliche Hetzerei. Kaum Zeit für irgendwas. Gehe ich vom Unterricht in die Krankenstation, verpasse ich den Nachmittagsunterricht. Gehe ich in den Nachmittagsunterricht, verpasse ich die Möglichkeit, in die Krankenstation zu kommen. Naja. Ich soll noch einmal einer sagen, das Leben als Schüler wäre einfach. Oh, you seriously wounded. Okay, passt perfekt. Dankeschön. Alles wieder easy. Und auf zum Essen. Was ist denn hier los? Hast
Hast du bemerkt, wie uns die Leute alle hier ansehen? Die glauben, wir sind alle Diebe. Ich denke, Dirk hat das definitiv allen gesagt, dass er uns dafür verantwortlich hält. Das ist nicht fair. Unterm Strich ist das trotzdem eine Schule für Helden. Manche dieser Leute sind Paladine. Man möchte denken, die Studenten würden uns sagen, okay, im Zweifel für den Angeklagten. Im Fall von Turk heißt es, niemals richtig, niemals in Zweifel. Wir haben etwas darüber zu tun. Ich stimme dir zu, Thomas. Ich bin es leid, dass die Leute denken, ich bin ein Dieb. Wir müssen das stoppen. Well, also, wenn jemand die Ehre der Schurkenklasse wiederherstellen kann, dann wird es sicherlich nicht Sossi sein. Ich habe mich fast angekotzt, als er das in der Klasse gesagt hat. Sehr richtig. Sossi ist vermutlich nicht der Schuldieb, aber mal, wer weiß. Wir halten unsere Augen offen und wenn wir Glück haben, erwischen wir ihn in flagranti. Du meinst, da ist eine praktische, um Schleichen und Gehörfähigkeiten zu üben? Wenn das heißt, dass wir Sossi loswerden, dann habe ich mehr zu lernen. So, jeder aufräumen! Und die Sparkbarts, versucht gleich gar nichts. Wir werden euch beobachten. Nun, raus hier! Alles klar. Geld verdienen. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch einmal in diese Puba-Runde. Also, ask about the thief. Dass der Typ keine Plantains oder Quince mag. Er hat nur einen Bissen davon gegessen, aber hat den Rest dahinter gelassen. Äpfel hat er genommen. So, das Einzige, was er gestohlen hat, sind Äpfel. Okay. Wer weiß, wissen Sie, dass ich nicht lieb bin? Okay. Sie sind nicht, also wir sind noch kein Dieb. Wir haben nur die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Also unsere Dämonen quasi können wir noch im Zaum halten, aber es liegt in unserem, auf was für eine Reise wir uns begeben. Alles klar. So, dann schauen wir nochmal oben. Die anderen eine Runde Karten spielen können mit den anderen. Ja, das Dämliche ist wirklich dieser strenge, geregelte Tagesablauf. Da kann man echt nicht so viel machen, wie man gerne möchte. Der Schuldieb muss gefunden werden, bevor sie unsere Klasse schließen. Du solltest ihn suchen, anstatt hier deine Zeit zu verschwenden. Aber Cesari, wir sprechen über das später. Ich sehe, der Verdächtige ist gerade in den Raum gekommen. Pisser, Penner. Ja, und heute ist keiner da zum Spielen, oder? Hm. Luck increased, okay. Aber wir können leider kein... kein Puba spielen. Oh, das ist schade. Oh, oder können wir hier? Ah, du siehst nett aus, Sohn. Schöne Kleider. Dachte mir, ich dress for success, baby. So, Game of Darts? That would be fun, das wäre schön.
Wir haben verloren. Sie hat gewonnen. I win. Ich habe gewonnen. Alles klar. Dann gehen wir mal in unser Zimmer. Aber das werden wir in der nächsten Episode machen. Und wir werden auch schauen, ob wir den Dieb finden können. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Servus.